Im Studio heute mit uns der Pressesprecher der russischen Botschaft in Berlin, Denis Mikerin. Herr Mikerin, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, um sich mit uns zu treffen. Ihnen herzlichen Dank für die Einladung. Einen schönen guten Tag an die Zuschauer und an Sie, Herr Koreslev. Ich würde das Interview gerne dem Thema Durchsuchungen in den russischen Vertretungen in San Francisco widmen. Herr Mikerin, gibt es in Ihrer Botschaft in Berlin einen Plan, nach dem Sie handeln müssen, wenn es ein Zugriff von außen passiert? Also zum Beispiel, wie wir das in den USA gesehen haben. Also zunächst einmal würde ich lieber in diese Situation nicht geraten, wo meine Kollegen in den USA sich gefunden haben. Für diese Situation, wie die Kollegen sich gefunden haben, gibt es bestimmte Vorschriften und diese Vorschriften wurden eingehalten. Die Kollegen haben alles getan, was sie tun sollten in so einer Situation. Bei uns in der Botschaft, also für jede Situation, gibt es auch einen Plan. Und falls sowas in Deutschland passiert, aber ich hoffe, dass das nie zustande kommt. Also würden wir auch entsprechende Vorschriften einhalten. Wenn so ein Vorfall passiert, ist man dann in der Berliner Botschaft eher altmodisch und verbrennt die Unterlagen, wie wir das in San Francisco gesehen haben? Oder ist man dann moderner und schreddert das Ganze? Also die Sprecherin des Außenministeriums hat diese Frage bereits beantwortet, was für ein Rauch da war, aus dem Rohr war. Ich gehe davon aus, dass wir werden, wie gesagt, an diese Akten und Dokumente würden wir dann ganz vorsichtig behandeln und wir würden natürlich sicherstellen, dass diese Akten und Dokumente nicht in die falsche Hände geraten. Wie das gemacht wird, wird vor Ort entschieden. Haben Sie eigentlich das Recht, auch Widerstand zu leisten, sollte die Polizei solche Aktivitäten vornehmen? Also die Polizei, eigentlich der Empfangerstaat, ist dafür verpflichtet, die diplomatische Mission zu schützen, entsprechende Weise zu schützen. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir vom Empfängerstaat eigentlich geschützt und entsprechende Weise, ja, also verteidigt werden, falls es zu einem Angriff kommt. Also deswegen, aber natürlich, wie gesagt, nicht nur die Akten und Archive, sondern auch die Räumlichkeiten sind auch unverletzlich. Und deswegen, also wenn es zu einem Angriff auf die Räumlichkeiten kommt, dann kann das nur eines heißen und im klaren Worten heißt es ein Krieg. Das ist eigentlich das, was genau am 22. Juni 1941 passiert war. Da müssen die Mitarbeiter und die Familienmitglieder der Botschaftsangestellten, die haben sich alle im Innenhof versammelt, fast unter der Kontrolle der SS-Truppen, wenn ich mich zitiere damals. Und die müssten, also die waren ausgetauscht gegen die Diplomaten in Moskau. Also deswegen, wenn es zu einem offenen Angriff auf die Botschaft bzw. auf eine diplomatische Mission kommt, dann heißt es, dass ein Krieg erklärt worden war. Nochmal, was die Vorschriften anbetrifft. Gibt es ein Kommando, das der Botschafter gibt, um mit der Zerstörung der Unterlagen anzufangen? Also wenn wir so eine Situation theoretisch annehmen, da kann ich mir eine Anweisung aus Moskau vorstellen. Also man muss, wenn wir so eine Benachrichtigung bekommen von dem Empfängerstaat, dass die Räumlichkeiten in, sage ich, in 48 Stunden oder in 72 Stunden nicht mehr als diplomatische Räumlichkeiten behandelt werden, dann bekommen wir denn diese Anweisung, uns darauf vorzubereiten, diese Räumlichkeiten zu verlassen. Aber im Endeffekt, wie ist die Formulierung? Es muss ein Wort geben, einen Code, um damit anzufangen. Es gibt ja kein Codewort. Also es ist nur eine, wie gesagt, also ich habe es selber nicht erlebt und ich hoffe, dass ich das nie erleben werde. Aber wie gesagt, das würde wie eine Einweisung lauten, also wie zum Beispiel, also ja, Sie müssen dann diese Vorschrift von dem Empfangerstaat einhalten. Deswegen bereiten Sie sich auf, also darauf, die Räumlichkeiten zu verlassen. Und dann heißt es, also wie ein Go, um die Räumlichkeiten zu entleeren. Würden Sie eine Musik dafür aussuchen, zum Leeren der Gebäude? Ja, also die ganze Situation ist leider nicht so witzig und leider nicht so lustig. Aber wenn Sie dann die Frage stellen, also was mir einfällt, dann die zwei Lieder, die zwei Tracks, ein davon würde mal Rammstein sein, also Feuer frei, würde ich mal sagen. Und das zweite Track würde ich, also es gibt ja ein sehr schönes Track, ein sehr romantisches Track von gut bekannten
amerikanischen Sänger, der heißt What Goes Around Comes Around von Justin Timberlake. Es ist ja bekannt, dass der Botschafter Kamingespräche mit Vertretern der Öffentlichkeit führt. Kann es sein, dass unter diesen Umständen, die wir jetzt in San Francisco gesehen haben, Kamingespräche zu einem neuen Codewort wird? Also, die Botschafter hat einmal in einem Interview, also diese Frage wurde ihm mal, also über dieses Format bereits gestellt. Und damals hat der Botschafter gesagt, leider ist der Kamin bei uns nicht mehr in Betrieb. Also Sie können es sich nicht vorstellen, dass wenn der GSG 9 vor der Tür steht, Sie den Satz sagen, es wird Zeit für ein Kamingespräch. Also wie gesagt, ich würde mir lieber so eine Situation überhaupt nicht vorstellen, wenn GSG 9 vor der Tür steht. Aber wäre es zu so einer Situation gekommen, dann würde ich sagen, dann würden wir für eine lange Periode nicht mehr von Kamingesprächen reden. Yes, my people. Big up on ourselves.